Ich darf begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Brückentag des VfL Osnabrück gegen den SVW in Wiesbaden. Hier oben begrüße ich beide Trainer und auch heute hat der Gast das erste Wort. Markus Kautschinski, bitteschön. Ja, wir waren von Anfang an gut drin. Ich glaube nicht nur am Anfang, aber auch insgesamt war es eine sehr konzentrierte Leistung von uns. Ein frühes Tor gemacht, dann nochmal Chance gehabt, auch durch Nick Betzner. Amakatic von außen nochmal gefährliche Situationen reingebracht. Natürlich haben wir uns dann selbst auch nochmal vor Probleme gebracht, wo Strille natürlich dann überragend hält im Aufbauspiel. War es auch immer wieder gefährlich durch Osnabrücker Situationen, aber insgesamt bin ich mit dem Auftritt sehr zufrieden, auch in der zweiten Halbzeit gut begonnen, dann so eine kleine Phase gehabt, wo Osnabrück gedrängt hat, wo man schon das Gefühl hatte, da kann auch mal einer durchrutschen. Da waren wir aber da, haben in letzter Linie immer gut verteidigt. Wie gesagt, auch mit Strille natürlich einen erneuten Top-Rückhalt gehabt. Heute mit dem 2-0 dann von Robin Heuser, natürlich ein überragender Freistoß. Ja, hat man schon das Gefühl gehabt, dass man das auf seine Seite bringt, dass man so wie man steht gerade und so wie man zusammen auch gespielt hat, dass nicht zwei Tore in der Luft liegen. Und trotzdem hat Osnabrück bis zum Schluss alles versucht, nochmal das Ding zu drehen. Wir haben aber dann immer wieder auch gut verteidigt glaube ich, als Mannschaft heute sehr diszipliniert, sehr konzentriert gespielt. Aber so sagt das nochmal, weil diese Diskussion immer so ein bisschen aufkommt. Wir haben auch gut gespielt heute. Ich glaube, das war der Schlüssel, dass wir uns hier nicht nur auf die Defensive konzentriert haben, sondern wirklich kombiniert haben. Immer wieder über Betzner, über Lee, über die Außen, immer wieder gefährliche Situation hatten und am Ende auch zum ersten Mal ein zweites Tor gemacht haben. Und das ist natürlich für uns ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl aus dieser Situation, jetzt ein paar Spiele nicht gewonnen, auch wenn da ordentliche Auftritte dabei waren, ist natürlich, fahren wir heute mit einem guten Gefühl nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank, Tobi, dein Statement. Ja, Glückwunsch, Markus. Glückwunsch an Wien Wiesbaden. Ich glaube, kann man unterstreichen, verdient gewonnen. Wir waren überhaupt nicht im Spiel, waren überhaupt nicht agil, haben nur reagiert, waren nicht mutig genug mit dem Ball, haben die Zweikämpfe, alle 50-50-Zweikämpfe verloren und haben uns dann, was mich eigentlich noch mehr nervt, nicht an den Matchplan gehalten. Und wenn die erste Großchance, wenn du außen überlaufen wirst im Tempo, da hab ich kein Problem damit, aber wie wir das Tor, eigentlich den Ballverlust selber kreieren, weil wir da nicht wegspielen, wo wir hinspielen wollten, dann ist das extrem ärgerlich und wenn du dann 1-0 hinten bist gegen eine Mannschaft wie Wiesbaden, die sehr, sehr gut und kompakt verteidigen kann, dann wird es schwer, das wussten wir. Und in der Phase, wo wir das Tor hätten machen können, haben wir es nicht gemacht oder Wiesbaden hat einen sehr guten Torwart und auch das 2-0 war dann symptomatisch. Erst Max, der den Ball mit der Sohle stoppt, dann ins Auspass, dann gibt es Einwurf und Noel hat den Ball mit einem Kontakt zum Gegner. Und dann noch Eule, ein unnötiges Foul und dann haut Heuser den auch noch in den Winkel. Da kam dann alles zusammen, aber das lag heute an der Wiesbadener Mannschaft, die wirklich gut Fußball gespielt hat und deutlich mehr das Spiel gewinnen wollte, als es meine Mannschaft gewinnen wollte. Und das tut weh, das ärgert ja nicht nur mich, das ärgert auch die Jungs. Ich glaube, das haben wir uns ganz anders vorgestellt und jetzt müssen wir abhaken und werden uns dann auf Fürth konzentrieren, aber unabhängig von allen Analysen kommt es immer darauf an, wie ist die Einstellung zum Spiel. Und da können wir uns heute bei Wiesbaden ein gutes Beispiel nehmen, wie man so ein Spiel zu bestreiten hat. Deswegen, ich wünsche euch viel Glück, ja, nicht zu viele Punkte. Und auf alle Fälle Gesundheit, glaube ich, das ist ganz wichtig. Vielen Dank auch dir, Tobi. Fragen gibt es hier vorne einmal? Holger? Tobi, was hat heute dafür gesprochen, mit Dave Gnase hinten rechts zu starten, statt mit Henry Rohrig? Ja, dass Dave das schon mal ordentlich gemacht hat. Wir wussten, dass es ein intensives Spiel wird, dass er auf der Seite auch, dass wir da viel Defensivarbeit brauchen und das hat eigentlich für Dave gesprochen. Ja, und deswegen, das war so die Idee dahinter. Was sagt es über den Status quo und das Standing des Teams aus, wenn man gegen vermeintlich größere Gegner, HSV, Lautern, Düsseldorf, mindestens mithält, aber gegen Gegner, die ja vermeintlich der Kragenweite des VfL entsprechen, zu wenig bringt? Ja, ich glaube, da müssen wir uns auch hinterfragen, was ist unsere Erwartungshaltung? Ich glaube, dass wir gegen Hamburg
als Paradebeispiel deutlich mehr Meter machen, wenn wir überspielt sind, wenn wir raus aus der Situation sind, deutlich agiler wieder versuchen, in die Position zu kommen. Das haben wir heute nicht gemacht. Und dann ist die Qualität in der Liga unabhängig vom Namen so hoch, dass du dann Probleme kriegst. Und das haben wir in den Spielen davor besser gemacht als heute. Und das ist schon auch ein Thema, wo wir dran arbeiten müssen. Eine noch. Wie ist dein Fazit zu Timo Bermann? Hat er schon so gespielt, wie du es hier erhofft hast nach der Verletzung? Er hat so gespielt, wie ich es erwartet habe. Ich glaube, dass du nicht nach so einer langen Verletzungspause sofort wieder da sein kannst, wo er vor der Verletzungspause war. Auf der anderen Seite braucht er die Spielzeit, um da reinzukommen. Und ich glaube, dass er noch einer der wenigen war, die das vorgelebt haben, was wir eigentlich heute gebraucht hätten. Nämlich Zweikampfstärke, sich reinzuschmeißen, Duelle zu gewinnen, Duelle zu führen. Ja. Dass nicht alles perfekt war, ja. Aber ich glaube, das kommt dann mit der Spielzeit bei ihm. Weitere Fragen? Keine. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern, unseren Gästen. Alles Gute für den weiteren Verlauf der Saison. Angenehme Heimreise und uns zusammen ein schönes Restwochenende. Ciao.